Ja, hallo, wir haben es jetzt genau. Ich guck mal eben auf die Uhr. Jetzt haben wir es genau 23:35 Uhr. Ich habe gerade eben Florian Kofeld im NDR Sportclub gesehen und das hat mir richtig gut gefallen. Für mich ist Florian Kofeld der beste und sympathischste Trainer der Bundesliga. Er hat Werder Bremen wieder in eine Richtung gelenkt, dass man wirklich sagen kann, es macht wieder Spaß, der Mannschaft zuzugucken. Sicherlich stimmen noch lange nicht die Ergebnisse immer so, wie wir es uns eigentlich wünschen können. Das 1:1 gegen den VfB Stuttgart ist im Hinblick auf Europa sicherlich viel zu wenig. Da muss noch sehr viel mehr kommen. Trotzdem ist es so, dass er die Mannschaft erreicht, dass er die Mannschaft auch wieder, dass er wirklich die Ansagen macht, die klar und deutlich verständlich sind, dass er keine festgefahrene Taktik hat, sondern dass er Flexibilität walten lässt. Florian Kohfeldt hat die Möglichkeit und er nimmt, macht davon auch ausreichend Gebrauch, auf Situationen zu reagieren. Er reagiert rechtzeitig auf das, was die jeweiligen Gegner machen. Und ich finde, er macht das wirklich bei uns sehr, sehr gut. Und das ist jetzt bei uns inzwischen die erfolgreichste und beste Saison, die wir seit 7 Jahren haben. Und daran hat er mit Sicherheit einen ganz großen Anteil. Mir hat der Auftritt eben beim NDR Sportclub, was ja auch sein Debüt in der Sendung war, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Toll fand ich auch die Reaktion auf die Frage von Gerd Delling, ob er sich vorstellen könnte, auch irgendwann mal HSV-Trainer zu sein, da wo er sagte, das ist für ihn gerade jetzt zur Zeit definitiv ausgeschlossen. Er fühlt sich sehr wohl in Bremen und er könnte sich sogar vorstellen, noch viel länger hier in Bremen tätig zu sein. Also sehr, sehr gut gewesen heute Abend, Florian Kofeld im NDR Sportclub. Und ich mag den Mann einfach, ich finde ihn klasse, für mich ein toller Trainer. Und ja, das war es auch jetzt wieder von mir. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Ich melde mich wieder am kommenden Sonntag vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg. Und bis denne, habt eine gute Woche und gute Nacht.